In letzter Minute ist die Countess fertig geworden. Das Schiff hat seinen Heimathafen erreicht. Am Rheinhafen Basel ist alles bereit für die feierliche Taufzeremonie. Also im Vornherein sind wir natürlich extrem nervös gewesen. Und das Schiff hat pünktlich können aus der Werft raus. Im allerletzten Moment. Und das ist nicht selbstverständlich, dass ein Schiff mit dieser Verzögerung wegen dem Niedrigwasser bis 8 Wochen können aufholen konnte. Das hat es noch nie gegeben. Das ist eine gewaltige Leistung von der Werft der Handwerker. Und jetzt ist das Schiff hier in Basel. Und wir freuen uns, die Excellence Countess in der Excellence Flotte im Heimathafen Basel dürfen in Empfang nehmen und begrüßen. Liebe Kundinnen und Kunden, geschätzte Gäste, die Reise und nicht das Ziel ist von Bedeutung. Mit dem Zitat begrüße ich Sie im Namen von der Familie Twerenbold zu deren Taufe von der Excellence Countess. Eine ganz besondere Rolle für mich ist meine Mutter, Nasli. Und ich rede jetzt hier nicht als Unternehmer, sondern ich rede in diesem Augenblick als Sohn. Was du hier geleistet hast, ist unglaublich. Und ich bin so stolz auf dich. Du bist eine ganz wichtige Stütze für mich und dafür möchte ich mich von Herzen bei dir bedanken. Lieber Karim, jetzt steht das Schiff hier in Basel und macht uns extrem stolz. Du hast davon gesprochen, dass auch bei aller Freude auch etwas Wehmut dabei ist. Ich möchte dir aber im Namen von uns allen sagen, wir stehen alle voll hinter dir. Und ich bin von einem überzeugt, dein Vater wäre heute extrem stolz auf dich. Danke, Karim. Danke. Dieses prächtige Schiff auf den Namen Excellence Countess und wünsche dem Schiff, den Gästen und der Crew immer eine gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unter dem Kinn. Einerseits waren wir natürlich alle happy, dass die Tauffeier so rund über die Bühne gegangen ist und dass die Gäste so begeistert waren. Und andererseits ist das natürlich sehr ein emotionaler Moment, wenn ein neues Schiff getauft wird. Und es ist nicht einfach das Schiff. Wir haben ja alle auf irgendeine Art unser Gesicht drin, haben mitgearbeitet, haben mitgedacht, haben uns Inputs gegeben. Und mit dem Flaschenwurf ist das Schiff, das Baby, da vor uns. Und das ist natürlich sehr emotional. Ungefähr in einer Dreiviertelstunde sind die fertig. Ja. Und dann legen wir ab und fahren da hoch. Sport. Ist gut. Okay. So, jetzt bin ich weg. Bist du weg? Ja, ist gut. Wir hören uns. Ja, super gesehen. Danke, Sven. Ja, merci. Okay. Tschüss, danke vielmals. Tschüss, Sven. Wie wird eigentlich das Kopfkissenmenü gebraucht? Es wird angenommen. Aha. Es wird verstehen angenommen, das die Kunden? Die Kunden verstehen das. Ja. Sie sehen, sie sind durch und sie liegen im Schuh. Und die habt ihr bei der Rezeption nach oder bei, der Hausdame. Milena? Genau. Gut. Ja. Danke vielmals für die Erklärung. Merci. Die falschen Kataloge. Die Gräfin hat Fahrt aufgenommen und die Erleichterung ist groß. Bei allen im Familienunternehmen Twerenbold. Hallo. Die Crewmitglieder kennen die Arbeit.
Fast alle waren zuvor schon an Bord eines anderen Excellence-Schiffs. Hallo. Hallo. Ist das ein neues Gerät? Das ist ein neues Gerät, ja, genau. Super. So, wir machen für heute Abend Foie Gras Mousse. Foie Gras Mousse? Ja. Ah ja. Oh, ja, ja. Wie viel Mal wechseln Sie den Menüplan? Also der ist, jetzt sind Sie dann in Holland und Belgien unterwegs. Wir sind vor in Belgien, ja, der ist verschieden, da ist nicht immer dabei. Wie viele sind Sie jetzt in der Küche? Sous-Chef. Sous-Chef, hä? Zweite Sous-Chef. Zweite Sous-Chef, ja. Demi-Chef für Salat, Vorspeise. Okay, ja, ja. Und dann noch Junior-Chef, Patissier und Frühstück. Okay, und das Restaurant hinten, dieses Jahr verlangen wir auch keinen Aufpreis. Also weil es jetzt gratis ist, gehen auch mehr Leute. Mehr Leute, ja. Okay. Super, gut. Jetzt kommen wir an eine Situation, die mir nicht gefällt. Die Serenade legt ab, der kommt rückwärts durch die Brücke. Mach Stopp! Die Serenade kommt rückwärts raus. Leg dich hier Steuerbord Richtung Mauer, so ein bisschen parallel. Und da kommt jetzt ein Ruderboot, das gefällt mir auch nicht. Fahr noch ein Stück voraus, bitte. Der soll doch warten, bis wir dort sind. Das wird ihn nicht interessieren. Ja? Der wird ihn gehen sagen, spinnt's ihr? Wir haben Fahrplan. Ja, wir auch. Ja, mach ein bisschen langsam, du bist zu schnell, mach etwas langsam. Danut, das kommt so ganz gut. Sie sind ein verrückter Kapitän. Ich habe doch gemeldet. Ja, aber verrückt, oder? Ja, also wirklich. Ja? Das hätte noch in die Hosen gehen das können. Das hätte jetzt ordentlich also in die Hosen gehen können. Der hätte uns hinten voller Wissen. Sehe ich noch als Laie sogar. Dass ja. Das also, ein Trottel vor dem Herrn. Ich will nicht wissen, wie der Kerl heißt. Ich will es gar nicht wissen. Also, wenn wir unsere Position behalten hätten, dann hätte es geknallt. Ja, unser Anspruch ist hoch mit Excellence und wir wollen kein Standardprodukt, das es schon gibt, sondern jedes Element, jede Kabine, jeder Stoff, jeder Stuhl ist maßgeschneidert. Da ist natürlich auch viel Herzblut, viel Zeit von der Nasit Werenbold auch investiert worden. Excellence ist immer anders und da wollen wir natürlich die besten, mit den besten Partnern die interessantesten Ausflüge für unsere Gäste zusammenstellen. Die Geschichte von der Entstehung der Excellence Countess endet hier. Aber die Flussreisegeschichten der Gräfin und ihrer Gäste beginnen erst jetzt. Die Countess macht sich auf den Weg nach Norden. Sie wird in wunderschönen Städten ankern. In Amsterdam, Brügge, Gent, Antwerpen und Rotterdam. Sie kreuzt zum Eiselmeer und nach Friesland. In die Welt der Deiche, Windmühlen und Leuchttürme, der Moore und Torflandschaften. Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.